Welches ist der für euch wohl am schwierigsten zu brauende Craft-Bier-Stil? Wenn ihr meine Meinung wissen wollt, dann müsst ihr dranbleiben. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Nach wie vor hoffe ich, es geht euch allen gut und ihr seid brav, gesund. Ja, auf die Frage, welches wohl so der schwierigste Bierstil ist oder Craft-Bierstil in dem Fall, den es zu brauen gilt, da gibt es ja die unterschiedlichsten Meinungen. Und vermutlich wird die Antwort bei euch nicht alkoholfreies Bier sein. Und gerade das, glaube ich aber, ist einer der Bierstile, wenn man den als Bierstil bezeichnen mag, der tatsächlich sowohl vom Know-how, von der Rezeptur und natürlich auch nachher von der Technologie her am schwierigsten herzustellen ist, wenn dann nachher noch ein gutes Bier bei rauskommen soll. Und gerade in der Craft-Bier-Szene, da gibt es ja natürlich technologische Hinderungsgründe, die dazu führen, dass kleine Brauereien da eher Schwierigkeiten haben, diese Biere zu brauen. Und insofern ist es nicht verwunderlich, dass gerade gute Craft-Biere in der alkoholfreien Liga wenig zu finden sind. Und eine Brauerei, die sich mal wieder der Herausforderung gestellt hat, ist BrewAge aus Wien mit der Rampensau. Und ihr seht es oben schon drauf, das ist ein alkoholfreies IPA. Also man geht tatsächlich wie viele andere Brauereien, die sich diesen Schritt zugetraut haben, in die Richtung IPA, weil es vermutlich dann auch der am meisten verbreitete und wiederum beliebteste Bierstil in der Gegend ist. Rampensau, ein Bier, das mit unter 0,5 Volumenprozent daherkommt, 45 Bittereinheiten. Ich habe es mal so auf, naja, 6, 7, 8 Grad gekühlt. Hopfenseitig ist es dann sehr normal. Es ist mit Amarillo, Cascade und Equanaut eingebraut. Also das passt eigentlich. Aber jetzt wollen wir doch mal schauen, ob das tatsächlich mit einem richtig guten, normalen IPA mithalten kann. BrewAge Bottle Cap, noch ein kurzer Blick darauf. Und dann gehen wir daran. Haferflocken, Gerstenmalz und Hopfen sind die Zutaten. Die Hefe ist eine maltose-negative Hefe. Das ist für mich ja immer noch der klare Favorit bei der Herstellung von geschmackvollem alkoholfreien Bier. Die Hefe, die eben keine Maltose vergären kann. Damit haben diese Biere meistens eine gewisse Restsüße. Und da kommen wir schon zu der Challenge, dass man es eben rezeptmäßig auch anpassen muss. Optisch haben wir eine schöne, kräftige, goldene Farbe. Wir haben anderthalb Finger breit eines eher durchschnittlich am Glas haftenden mittelporigen Schaums, bisschen Kohlensäure auch sichtbar und ansonsten nur eine vielleicht minimale Trübung hier in dem Bier. Ja, es fällt erstmal auf, wir haben eine leichte Würzenote neben der ja ein bisschen tropischen Frucht mit Maracuja, ein bisschen Grapefrucht, ein bisschen Pinie. Also, ich würde mal sagen, von der Nase her alles sehr normal. Das ist ein schönes, gefälliges IPA, wenn ich es jetzt nicht besser wüsste. In diesem Sinne, cheers. Und man merkt, das, was ich gesagt habe, es fängt mit einer leichten Süße an, die eben auch diesen Maltose Rückständen quasi noch herrührt. Wir haben aber, und das fängt das in diesem Fall ein bisschen ab, wir haben eine schöne Fruchtigkeit, zu der diese Süße dann eben dazu passt. Das ist wieder die Maracuja, es ist ein bisschen Grapefrucht mit drin, Zitrone. Hat eine schöne Cremigkeit, ein schönes Mundgefühl auch. Da hilft natürlich letztendlich auch die Verwendung von Haferflocken ein bisschen dem Ganzen eben nicht so dem zu überlassen, dass es dann so richtig dünn wird und eher ja, in so eine zu schlanke Ebene abzugleiten und ein bisschen zu verwässern. Dazu tendieren ja leider so alkoholfreie Biere dann recht schnell, weil man eben ja auch sag mal, ein bisschen beim Malz aufpassen muss. Grasiger Hopfen, wie gesagt, Pinie mit dabei. Es ist vom Körper her schon eher im schlanken Bereich, wenn auch vielleicht
im oberen. Eine angenehme mittlere Kohlensäure, schönes cremiges Mundgefühl. Und hinten raus kommt dann tatsächlich eine angenehm präsente Bittere rein. Die Pinie bleibt, der grasige Hopfen bleibt, tropische Frucht bleibt ein bisschen, auch so eine leichte malzige Süße bleibt hängen. Aber alles wirklich so, als wäre es gewollt zum IPA. Und was sich halt zum Glück nie einstellt, ist dieser alkoholfreie Geschmack. Und das ist letztendlich eben dieses Geheimnis der Maltose-negativen Hefe. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist für meine Begriffe in der ganz oberen Liga der alkoholfreien IPAs bzw. alkoholfreien Craftbiere ein Platz wieder belegt worden von der Rampensau von BrewAge, dem alkoholfreien IPA aus Wien, und von ProbierTV gibt es dafür 4 von 5 möglichen Punkten für das alkoholfreie IPA aus dem Hause BrewAge, die Rampensau. Ein wirklich angenehm zu trinkendes Bier und eine sicher sehr leckere Alternative zu einem Standard alkoholfreien Bier bzw. einem IPA, das man dann getrunken hätte, wenn man nicht vielleicht gerade Auto fahren muss. Ich sage an dieser Stelle danke fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr mir vielleicht noch eure Tipps für alkoholfreie Biere in der Craft-Bier-Welt mitteilt. Was gibt es denn da für vielleicht Geheimtipps oder vielleicht für gar nicht mehr so Geheimtipps? Gibt da ja so ein paar Namen, die dann immer in einem Atemzug mit alkoholfreiem Craft-Bier genannt werden. Sind das noch eure Favoriten oder gibt es da mittlerweile so ein paar Brewcomer wie das die Rampensau von BrewAge? Ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Freue mich, wenn ihr ein Abo da lasst. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss, Papa. Servus, Prost und Ahoi. Cheers.